So, wir nehmen uns das nochmal vor. Ich hatte das Video eben schon mal gemacht. Hier ist nämlich ein Missgeschick passiert. Ich bin von was anderem ausgegangen, als was ich gekriegt habe, weil das auf der Amazon-Page ein bisschen schlecht dargestellt ist. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier praktisch. Ich hole die jetzt hier mal alle raus. Ich bin davon ausgegangen, dass wir ein. So ein Teil haben. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich das richtig habe. Genau hier. So mit Überspannungsschutz. Ja. Und dann halt drei Steckern. Und dann drei Adapter, die wir hier reinmachen können, in die einzelnen Stecker und uns das aussuchen können. Also entweder. Ich packe mal noch einen aus, damit er das. Wir packen auch gleich alle aus, aber nur, dass ich euch das erkläre, wovon ich ausgegangen bin. So, zum Beispiel haben wir jetzt hier einen mit USB. Einmal USB und dreimal Stecker. Und ich bin davon ausgegangen, dass die alle modular sind und praktisch, dass wir nur eins mit einem Stecker haben, also mit einem Kabel und alle anderen halt einen normalen Stecker haben. Also nicht Kabel, sondern hier praktisch. Direkt hier am Gerät dran, ne? Und dass man die dann halt verbinden kann. Entweder so, wie so ein Knochen, ja? Und dann zum Beispiel den anderen hier oben ran und hier unten einen ran. Oder dass man das dann halt in Serie hier dann hier um die Ecke geht oder hier lang geht. Ja, davon bin ich ausgegangen. Ja, dass man das praktisch, ich zeige euch das mal. Da gibt es auch wohl, ich habe es jetzt bei Amazon gesehen, gibt es auch Adapter. Diese USB-Adapter gibt es. Aber halt die anderen hier mit Schalter und so, die gibt es halt nicht als Adapter. Ja? Also hat man hier praktisch so ein Grundpaket, könnte man das dann halt so machen. So. Am besten wäre ja natürlich so. Ja? Wie so ein Knochen. Ja? So. Und dann haben wir hier praktisch den Strom, der reingeht. Hier haben wir den Knopf, dass wir halt an- und ausmachen können. Und die sind dann halt logischerweise Dauerstrom. Ja, und hier könnten wir dann praktisch so den USB-Adapter ran machen. So. Und dann hätten wir hier praktisch, wären die alle natürlich geschützt. Hier haben wir direkt Strom. Hier haben wir einen Schalter. Wenn wir den betätigen, geht das alles an oder halt aus. Je nachdem, wie man es braucht, kann man den Schalter auch noch später drin machen, dass man halt den dann so macht. Zum Beispiel. Und dass das dann halt alles. Zwar auch Überspannungsschutz hat, aber ohne Schalter und das hier alles hier hinter dann ab dem Schalter, dass man da dann praktisch die dann halt so, ja, davon bin ich ausgegangen. Hab aber auf den Bildern war halt nicht so eindeutig zu ersehen, dass die alle mit einem Stromkabel daherkommen. Da ist mir ein Fehler passiert. Und ist, soweit ich jetzt gesehen habe, bei Amazon gibt es nur diesen, ich muss mit dem Hersteller noch schreiben. Nur diesen als Adapter mit einem Strom und dass man die dann halt erweitern kann, sozusagen. Finde ich ein bisschen schade, dass ich das jetzt. Naja, okay. Ich stelle euch einfach mal die Viere vor, die wir haben. Ja, also die Verarbeitung auch hier bei allen Vieren ist wieder sehr gut. Wir haben ein schönes, dickes, weißes Kabel. Auch hier. Die Verbindung ist sehr gut. Ja, da. Und. Auch gut verarbeitet. Wir haben hier keine scharfen Eckenkanten drin. Bei keinem von diesen vier haben wir scharfe Eckenkanten. Dann haben wir hier natürlich dann nochmal mit beschrieben, was das ist. Und hier dann halt TÜV und GS geprüft. Also wie gesagt, der Orange hier ist ein Dreifach-Schuko-Adapter mit Schalter. Schuko heißt Stecker. Ein ganz normaler Stromstecker. Also dreimal Stecker mit Schalter. Ja, könnt ihr halt Lampen ranmachen und dann an und aus oder ein Regal oder was weiß ich. So. Das ist der. Dann haben wir grün. Auch hier wieder alles gut verarbeitet. Das muss ich jetzt nicht extra sagen, denke ich mal, weil ihr wisst das ja. Weil sonst würde ich es ja sagen, wenn hier irgendwo was wäre. Aber die sind wirklich gut verarbeitet. So, und das wäre dann dreimal Schuko, also dreimal Strom mit Überspannungsschutz. Also habt ihr praktisch hier drei Steckdosen mit Überspannungsschutz. So. Und hier haben wir dann auch alle TÜV und GS. Logischerweise muss ich ja nicht jedes Mal das Logo zeigen, oder?
So, und hier haben wir dann dreifach Schukro, also dreifach Strom mit zweifach USB. Da haben wir dann 1, 2, 3 mal Strom, einmal USB. USB ist hier auch wieder in der 5 Volt, / 2,4 Ampere, also ganz normales Laden. Nicht schnell, also nicht mega schnell oder nicht schnell und nicht mega schnell, weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch Unterschiede, wie schnell man laden kann. 80, 100, 120 Watt, hast du nicht gesehen. Ganz normale Geschwindigkeit. Also es taucht auch keine Nachricht im Handy auf, dass es zu langsam geladen wird oder so. So was kann ich euch auch zeigen. Wie gesagt, mein Xiaomi lädt sich ja bis 120 Watt auf. Oh, muss noch gucken, wo ist der Stecker? Da ist der Stecker. So. Und dann verbinden wir das hier mal. So. Ganz normal, ihr seht, da steht nichts mit Schnellladen und es steht halt auch nicht, dass es langsam ist, weil sonst würde es unten stehen. Lädt langsam auf oder schneller aufladen möglich oder irgend sowas. Steht im Schlafzimmer da, weil die Steckdose da älter ist. So, und dann haben wir noch einen vierten mit bei, Entschuldigung, mit viermal Strom. Das steht auch hier irgendwo. Vierfach Schukro-Adapter. Da ist kein USB, kein gar nichts. Ihr habt einfach nur einen dicken weißen Kabel, ja, mit dreimal Strom. Das wäre dann in schwarz. Also dreimal Strom schwarz, viermal Strom schwarz, dreimal Strom, einmal USB lila, Überspannungsschutz, also dreimal Strom mit Überspannung ist grün und dreimal Strom mit einem dicken Schalter, den man gut betätigen kann, aber irgendwann mit Fuß macht sich das besser, weil der geht schon recht schwer. Das wird dann in Orange. Da werde ich mal gucken, wo ich die jetzt hier verbauen werde. Den grünen hier, da das jetzt nicht als Adapter geht. Ja, gut, der USB-Adapter hier mit Strom, Fernseh, PlayStation, Dingsbums, Ladestation. Ja, das könnte für die große gut sein. Dann hat es ja dann auch noch USB. Nee, Quatsch, die Ladestation ist ja mit USB. Fernseh, Fire TV, PlayStation. Ja, passt doch. Ja, und dann halt auch für die Kleine haben wir dann Überspannungsschutz oben für Frauchen oder so. Oder oben auch für Frauchen hat so eine dicke, so eine große, lange Stehlampe. Hat sie denn hier mit einem separaten Schalter. Ja, kann sie denn, und hat sie denn... Das wäre dann schon gut. Und dann kommt ein bisschen Farbe ins Leben. Meine Frau und Kinder, die stehen ja auf Farbe. Eher so nicht so. Obwohl die mir sehr gut gefallen hier, die Steckdose, muss ich sagen. So. Aber schade, ich hätte euch echt so gerne diese mit Adapter gezeigt. Ja, wie dann halt dass man die halt dann so schön kombinieren kann und so. Hab mir da so schon was Schönes ausgemalt und ja, das ist aber mein Fehler. Ich habe das so gesagt, ich habe das nicht gesehen, dass das halt wirklich viermal Strom ist. Ich muss da mit dem Hersteller mal schreiben, ob man da noch Adapter kriegen kann oder so. Wenn ich da noch Adapter kriegen könnte, würde ich dann halt nochmal ein Video später dazu machen. Und euch zeigen, was man da alles kombinieren kann. Wenn man so wilde Kombis machen kann, weil das ist vollkommen egal. Ihr könnt auch dreifach Steckdosen so viele aneinander reihen, wie ihr wollt. Wie gesagt, mein Onkel ist ja Elektriker. Ihr dürft halt nur nicht, also ihr könnt hier so viel ranballern, wie ihr wollt. Ja, ihr müsst halt auf jeder Steckdose gucken. Hinten steht eine Gesamtlast drauf, mit wie viel die Steckdose belastet werden kann. Ja, mit wie viel Watt oder hast du nicht gesehen? Steht das hier irgendwo? Da. 250 Volt, 255 Volt, Entschuldigung. Ja, ihr dürft halt nur nicht über die Gesamtlast, also ihr könnt hier 20.000 so eine Dinger anballern, das ist überhaupt kein Problem. Ihr dürft nur nicht über die Gesamtlast kommen. Von den Geräten her. Also praktisch die Stecker, worauf ihr achten müsst, ist, dass die Stecker wirklich immer schön bündig sind.
Ja, dass die wirklich fest drinne sind und nicht locker oder so halbwegs sind, weil wenn es nur so halb drin ist, dann entsteht hier Hitze und Hitze kann, verbraucht Strom. Wollen wir nicht. Ja? Und logischerweise, wo Hitze ist, ist Schmelzen nicht weit. Ja? Darauf müsst ihr achten. Sonst könnt ihr ganz viele miteinander auch kombinieren. Wie gesagt, mein Onkel ist Elektriker, mit dem hatte ich das besprochen. Und der hat mir das erklärt. Ihr könnt mehrere Dreier, Sechser, alles miteinander kombinieren. Das ist kein Problem. Ihr müsst die Gesamtlast, was die Steckdose ab kann, und die Gesamtlast von eurer Leitung in der Wand berücksichtigen. Ja. Dass das halt nicht drüber ist. Ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel davon hier und jetzt mit Adapter hier 5, 6, 7 Stück ranballert, ja, und dann halt so eine Leiste habt. Und an jedem ist ein LED-Band drin, was 5 Watt frisst oder so. Ja, das ist lächerlich. Also da könnt ihr 20 Stück ranballern mit Adapter an eine Steckdose. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt aber nicht hier jetzt 5, 6 Stück ranmachen, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Fernseher mit ranballern und alle gleichzeitig benutzen. Weil gerade, sagen wir mal, ihr müsst ja gerade alle überall Software-Update machen, alle Konsolen sind an, plus halt dann noch die Festplatten, die externen, die halt bei einigen Konsolen sind. Da kommt ihr über die Gesamtlast. Nicht über die Gesamtlast einer Steckdose, ja, also wenn ihr hier praktisch zwei Geräte, weil ihr es ja dann mit, oder drei Geräte mit Adapter macht, kommt ihr nicht auf, oder je nachdem, welche Geräte ran macht, solltet ihr eigentlich nicht über die Gesamtlast dieser einzelnen Steckdose kommen. Aber das summiert sich ja mit dem, was dann noch da kommt. Hier nochmal, und wenn ihr drei, also sagen wir mal, ihr seid hier am Rand, sagen wir mal, ihr seid hier bei 250 Watt. Ja, die kann 255 Watt, ihr seid bei 250 Watt, 250, 250, ja, und nochmal 250, das seht ihr, und das Endding mit dem Überspannungsschutz kann ja auch nur 250. Ja, und wenn hier von, sagen wir mal, hier kann 250, und hier kommen aber 250, hier kommt 250, und hier sind 2, 4, 6, 7, 750, ja, dann ist zwar die einzelne Steckdose nicht hoch überspannt, aber es kommt ja alles an und dann sind hier drauf 750. Und das ist eindeutig zu viel. Das geht nicht. Ich habe es ja bei mir auch, ich habe ja auch an einigen Stellen mehrere Adapter miteinander kombiniert. Jetzt so eine Alexa-Adapter, ja? Also Quatsch, WLAN-Steckdosen, ja? Eine sechsfach oder eine vierfach oder eine dreifach oder sechsfach Steckdose und habe da dann halt verschiedene, ja, zum Beispiel eben einen Sechsfachverteiler, an einem Dreifachverteiler, ja, aber ich, und die sind dann halt nur entweder eins an oder zwei an, niemals alle. Und selbst wenn alle an sind, komme ich von dem Gesamt, was da angeschlossen ist, weil an der Sechse sind auch nicht sechs Steckdosen dran, komme ich nicht über die Gesamtlast dieser ganzen Steckdose. An dem kann ich euch ja sagen, hier unten habe ich ein Zweierverteiler und an diesem Zweierverteiler, der Alexa gesteuert, ein Dreier, der über Alexa gesteuert ist, ist einmal hier oben am hinter, also praktisch auf der Seite, ein Sechserverteiler im Schrank drin und ein Dreierverteiler geht dann halt neben den Schrank und ein Sechserverteiler zum Sofa. Dann kann ich sagen, Sofa an, Schrank an, Esstisch an, weil es ist ja der Esstisch, ja. Und wenn der Esstisch an ist, da sind zwar sechs dran, aber da hängen eigentlich nur zwei LED-Bänder dran. Zwei LED-Lampen und dann halt die PlayStation-Lampe. Mehr hängt da nicht dran. Ne? Überhaupt nicht. Also, lächerlich. Da komme ich nicht mal ansatzweise auf die Traglast. Und bei der Steckdose neben dem Sofa, da ist eine LED-Lampe dran. Ne? Und meine LED-Standlampe. Komme ich auch nicht auf die Last dieser einzelnen Steckdose und das zusammen komme ich auch nicht auf die Gesamtleistung der Steckdose.
Und dann habe ich noch einen Sechserverteiler am Sofa dran, praktisch da. Und da ist eigentlich die zwei Boxen dran. Nee, Quatsch, da habe ich nochmal abgeteilt. Nee, Quatsch. Quatsch. Habe ich ja andersrum gemacht. Ich habe einmal da, einmal Sofa und einmal für die zwei Boxen. Also die zwei Boxen haben, die Speaker hinter mir haben eine separate Steckdose gekriegt. Und selbst wenn ich hier das LED, Sofa-LED, die Boxen anhabe und dann am Sofa hängt ja auch an dieser Steckdose auch mein Strom für das Handy, komme ich mit der Gesamtlast vielleicht auf die Hälfte von dem, was die Steckdose kann. Auf mehr komme ich nicht. Also da habe ich schon aufgepasst. So, also nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.